Wir müssen weiter. Ihr verabschiedet euch von den Händlern und setzt eure Reise fort. Gut, das heißt... So sieht man sich. Ihr verabschiedet... Ja. Die verfolgen uns. Ihr verabschiedet... Ja gut, jetzt folgen sie uns nicht mehr. Also ab in das Dorf. Das Dörfchen Sonnenhag macht seinem Namen alle Ehre. Ihr kommt an, als die Sonne hinter dem Turm eines Palandiel-Tempels untergeht und die farbigen Fenster erstrahlen lässt. Es gibt einen Laden im Dorf und durch die Fenster erspähst du neben Gebrauchsgegenständen und Lebensmitteln auch ein gefülltes Bücherregal. Ja, ich betrete mal den Laden. Als ihr den Laden betretet, klingelt eine kleine Glocke. Die Zwillinge schauen sich etwas um, wirken aber eher desinteressiert, bis sie ein paar ausgestellte Edelsteine entdecken. An der Wand zu deiner Linken ist das Bücherregal, das du schon durchs Fenster gesehen hast. Es ist ungewöhnlich für einen Dorfladen, Bücher zu führen. Ja. Gucken wir erstmal ins Angebot. Wie immer die Nahrung. Weil man sieht, wir haben schon einen Ticken verbraucht jetzt. Und wir werden später noch mehr verbrauchen, wenn die Reisegruppe größer wird. So, und das... Ne, sonst haben sie nur Tränke im Angebot. Du schlenderst zum Bücherregal und liest einige der Titel auf den Buchrücken. Du kennst viele der Werke aus Lord Ionans Bibliothek. Oh, bei Wrackers Schaubruderherz. Der Gelehrte ist tatsächlich bei den Büchern. Es ist eine interessante Auswahl, Boindil. Ich könnte dir ein paar gute Empfehlungen geben. Boindil schlingt seinen Arm um deine Schulter und zieht dich langsam vom Bücherregal weg. Wenn dich einer so sieht, hier, das ist doch eher was für uns. Widerwillig folgst du ihm und lässt dir die Auswahl an Edelsteinen zeigen. Ja, ich kann mir immer noch zeigen, was er im Angebot hat. Das ist aber allerdings nichts Neues. Die Heiltränke benutze ich nämlich so gut wie nie. Also setzen wir den Weg fort. Gut, dann gucken wir mal, dass wir noch in Grünhain ankommen. Boindil läuft schweigend neben dir. Ab und zu wirft er dir einen Blick von der Seite zu. Und du magst wirklich Bücher? Ich bin neugierig und in Büchern kann man viele Antworten finden. Müsstest du nicht irgendwann alle Antworten gefunden haben? Das Gegenteil ist der Fall. Je mehr Bücher man liest, desto mehr Fragen hat man. Hab ich's doch gewusst. Alles Zeitverschwendung. Ja, das ist eben Boindil. Der ist ein bisschen kleingeistig. Wir gehen mal um den Grünhain rum. Und jetzt betreten wir den Grünhain. Ihr nähert euch dem Dorf und erkennt schon von Weitem, dass etwas nicht in Ordnung ist. Der Geruch von verbranntem Holz und Tod liegt in der Luft. Ja. Grünhain war im ersten Buch meiner Meinung nach die krasseste Stelle. Hauptsächlich aus einem bestimmten Grund. Die Blattnasen haben es den Spitzohren ganz ordentlich gezeigt. Wir hätten es nicht besser machen können. Gebt auf die Umgebung Acht. Ich will herausfinden, was mit Goren geschehen ist. Ja, der Hauptgrund ist nämlich das hier. Wobei das im Buch nicht so offensichtlich war, sondern erst viel später kam. Und ziemlich erschaudernd war. Das schneeweiße, anmutige Antlitz der Elbin strahlt noch immer Schönheit aus. Doch steht es in argem Kontrast zu ihrem restlichen Erscheinen. Vom Hals abwärts ist sie nur mehr ein blutrotes, feucht glitzerndes Skelett. Lange Nägel stecken in ihren dünnen Knochen und dort, wo ihre wunderschönen Augen waren, gähnen nun schwarze Löcher. Ja. Die wurde leider von Nachtmaren abgeknabbert. Im Buch wurde das sogar noch ziemlich ausführlicher beschrieben, als man es hier jetzt sehen kann. Wenn ich jetzt mal versuche, hier ranzuzoomen, ist das kein schöner Anblick. Das ist der Hauptgrund, warum ich gerade den Grünhain als krasseste Stelle im ersten Buch und auch hier jetzt gerade im Spiel empfinde. Hufspuren! In den Boden eingebrannt! Albe? Das Feuer in Boindils Augen lodert vor Begeisterung auf. Hossa! Das wäre doch mal was anderes als diese tumpen Schweineschnauzen. Hast du gehört, Bruder? Vielleicht bekommen wir ja Tier und Spitzohren vor die Klinge. Ja. Dann schauen wir uns mal die Toten an.
Grünhain war einer der wenigen Orte im geborgenen Land, in dem Menschen und Elben zusammengelebt haben. Du siehst keine elbischen Züge zwischen all den schmerz- und angstverzerrten Gesichtern. Du wendest den Blick ab. Ja. Gucken wir mal, was wir noch finden, bevor wir ins Haus reingehen. Da sind übrigens noch mehr Leichen. Gucken wir mal ins Feuer. Der Geruch des Rauchs begleitet euch schon eine Weile. Doch hier, so dicht an den Leichen, wird er vom süßlichen Gestank des Todes überdeckt. Du hast einen bitteren Geschmack im Mund und musst dich zusammenreißen, um nicht angewidert auszuspucken. Ja. Betrachte die Bücher, betrachte die Leiche, betrachten wir mal das Gemälde. Die Hand, die für dieses Bild den Pinsel führte, gehörte einem Meister. Es wurden ausschließlich Rottöne benutzt, doch jede noch so kleine Einzelheit spiegelt sich peinlich genau wider. Bäume, Gebäudereste, Leichen, du stockst. Das Bild zeigt das Dorf in seinem vernichteten Zustand? Als du die Leinwand genauer betrachtest, erkennst du, dass es sich um Haut handelt. Und auch das Rot erscheint dir nun mehr als verdächtig. Ja, das ist ein im Blut gemaltes Bild von dem zerstörten Grünhain auf Menschenhaut. So oder etwas Widerliches darf nicht sein. Oder auf der Haut der Elbin. Also wird's einfach mal verbrannt. 25 Erfahrungspunkte. Du hast von den Elfen und ihren Bauten gelesen. Dies hier war immer nur ein kleines Beispiel ihrer Baukunst, die in Alandur ihre Vollendung gefunden hat. Nun, brennend und zerstört, macht der Pavillon einen noch traurigeren Eindruck. Ja. Und in diesem Pavillon müssen wir jetzt rein. Gehen. Finden hier eine Leiche. Die Leiche des Mannes ist mit Pfeilen gespickt und liegt auf einem kleinen Flecken unversehrter Erde, während kreisförmig um sie herum ein Flammenmeer gewütet haben muss. Ihre Robe erinnert dich an die von Lord Ionans Famuli. In Verbindung mit der Tatsache, dass der Mann wohl Magie benutzt hat, bist du dir ziemlich sicher, dass es sich um Goren handelt. Ja, hier sieht man, wo der Goren-Schutzkreis vor dem Feuer gewirkt hat. Nur leider hat ihn das nicht vor den Alpenpfeilen gerettet. Goren hatte diese Bücher bei sich, als er angegriffen wurde. Wollte er sie in Sicherheit bringen? Deine Augen entdecken einen versiegelten Brief neben den Büchern. Die Umstände erscheinen dir ausreichend, um das Siegel zu brechen. Seid gegrüßt, Torgur. Es freut mich zu hören, dass ihr endlich Lord Ionan ins Vertrauen ziehen wollt. Ich habe etwas Neues über den Dämon herausgefunden. Es steht alles in diesen Büchern, die ich euch schnellstmöglich zukommen lasse. Ich glaube, sie sind der Schlüssel zu seiner Vernichtung. Oder ich hoffe es zumindest. Hochachtungsvoll, Goren. Von was für einem Dämon sprechen Sie? Unwillkürlich musst du daran denken, dass sich nur wenige Tagesmärsche nördlich von hier die magische Barriere befindet. Und dahinter, Vrakas allein weiß, was für Kreaturen im Totenland leben. Und jetzt. Ihr habt mein Bild vernichtet. Jetzt brauche ich frisches Blut, um ein neues zu malen. Ja. Das wird ein Spaß. Wir bekommen unseren Kampf. Ich hoffe, euer Blut klumpt nicht zu sehr. Für die feinen Pinselstriche muss es flüssig sein. Ha! Wie willst du uns besiegen, Spitzohr? Wir sind zu dritt. Ah, nur zu dritt? Das macht es leichter. Ihr Blick wandert über die Leichen. Orthar in Lueth Wanre. Was geschieht hier? Das ist das Tote Land. Unmöglich. Grünhain liegt südlich der Barriere. Ich kenne nichts anderes, das die Toten erwecken kann. Schlagt ihre Köpfe ab, sonst kommen sie immer wieder. Ja. Wir dürfen kämpfen. Wir haben jetzt Korens Bücher. Und
Und mehr Freundschaftlichkeit oder auch mit ihm 50, mit ihm 40. Und die beiden zueinander jeweils 70. Ja, halte Tungdin am Leben und töte alle Angreifer. Genau. Hm? Ja? Ja, die Untoten. Und jetzt? Ja, bin unterwegs. Was denn? Können etwas lästig sein. Was ist? Sehr gerne. Hm? Du haust mal das rein. Du haust dir das rein. Du machst einfach mal mehr Schaden. Immer mit der Ruhe. Ja, Hauptproblem ist gerade der Nachtmar. Ja? Bin unterwegs. In Ordnung, weiter. Und das. So gut wie erledigt als solche Kreatur. Oh, das ist ein Pech für dich. Ja? Auf den Weg. Und der nächste. Tungi gerade. Und weiter. Für Frakas. Hm? Sehr gerne. In Ordnung. So gut wie erledigt. Ordentlich jetzt auf den Deckel kriegt. Was ist? Bin unterwegs. Hm? Was ist? So gut wie erledigt. Du hältst dich mal dezent zurück. Schnell bin nicht mal ich. Ja doch, gleich. Hm? Ja. Jetzt muss ich mal kurz taktisch überlegen. So schnell bin nicht mal ich. Komm her, du. Ja? Und jetzt? Das Problem ist, man muss sie auch, während sie rumliegen, hm? Erschlagen. Hm? Bin unterwegs. Gleich geht's wieder. Ha, ha. So gut wie erledigt. Ja? Angriff. Was solche Kreatur. Und jetzt? Jetzt läufst du mal weg, Boindil. Ja. Sehr gerne. Bin unterwegs. Lass das Ganze mal Boindil machen. Das ist für dich. Mhm. Für Frakas und weiter. Hm? Schon fast da. So, jetzt. Ja, ja. Und weiter. Dürfte das klappen? Ja. Zu einfach. Angriff. Nein, einer weniger. Und ja, ich muss, ja? Wenn die Leichen auf dem Boden liegen. Muss ich sie halt nochmal. Ordentlich verkloppen. Also ich muss sie doch mal extra töten, wenn sie auf dem Boden liegen, sonst stehen sie nämlich immer da auf. Ich habe gar nicht so fest zugeschlagen. Oh, die Alpin und der Nachbar sind schon tot. So gut wie erledigt. Das ist echt für dich. Ich habe jetzt gar nicht gemerkt, wie ich die Alpin getötet habe. Autsch, das war Tungdil.
Und das war's auch schon. Zwerge? Ihr habt den Hain beschützt? Das tote Land. Die Barriere ist gefallen. Du spürst, wie sich dein Magen verkrampft. Anders als Boindil bringst du kein Wort heraus. Die verfluchten Magi hatten nur eine Aufgabe. So ist es also, wieder aufzuerstehen. Ich fühle nichts. Mir bleibt nichts. Meine Liebe, meine Schönheit, mein Zuhause und mein Wald. Mir wurde alles genommen. Ich bitte dich, habe Mitleid und setze meinem Leiden ein Ende. Auch ohne in ihre Augen blicken zu können, erkennst du die Traurigkeit in der Miene der Elbin. Die Erhabenheit, die sie einmal ausgestrahlt haben muss, lässt sich in ihrer jetzigen Verfassung nur noch erahnen. Ja, fragen Sie sie erstmal kurz, wie konnten die Albe Grünhain erobern? Goren war hier und ich habe gehört, ihr Elben verfügt über besondere Fähigkeiten im Kampf. Haben euch die Albe im Schlaf überrascht? Ich spürte ihre Gegenwart, doch als ich die Alben stellte, hatte sie schon die ersten von uns getötet und das tote Land ließ sie wieder auferstehen. Es flutet Menschen und Zwerge mit Hass auf das Leben. Es macht euch zu Bestien. Wie Furien stürmten sie durch das Dorf und jeder, den sie töteten, wurde einer der ihren. Wenn sich das tote Land weiter nach Süden ausdehnt, braucht Nordorn keine Orks, Oger oder Albe. Ein Mensch, der auf dem toten Land das Leben verliert, würde ausreichen, um den Wahnsinn wie eine Seuche über das Land fegen zu lassen. Ja, enthaupten wir sie. Dir dreht sich fast der Magen um, doch du weißt, dass es richtig ist. So ernst hast du die Zwillinge noch nie gesehen. Sie würden sich einer Armee von Orks entgegenstemmen, aber hier geht es um etwas jenseits ihrer Macht. Oder deiner. Wir brauchen die Magi. Sie müssen die Barriere wieder errichten. Ja. Ich kann kaum fassen, dass die Barriere ich gefallen ist. Die Barriere soll gefallen sein? Wie konnte das geschehen? Wer weiß schon, was bei diesem Hokuspokus alles schiefgehen kann. Sie hat das tote Land seit dem Fall der Fünften zurückgehalten. Es ist die oberste Pflicht der großen Magi, die Barriere zu stärken, wann immer sie an Kraft verliert. Ich kann mir nicht denken, wie Nordon oder sonst jemand sie überwunden haben will. Du denkst an den Dämon, der in Gorens Brief erwähnt wird. Du fragst dich, ob es möglich sein könnte, dass ein Dämon aus dem jenseitigen Land über Mächte verfügt, mit denen die sechs Magi nicht gerechnet haben. Ja, wir müssen dort Ionan berichten. Wir müssen zu Lord Ionan, bevor sich das tote Land weiter ausbreitet. Er wird wissen, was zu tun ist. Keiner deiner beiden Begleiter erhebt Einspruch. Jo. Erfahrungspunkte. Level up. Level up. Bei ihm fehlt noch ein bisschen, aber wir kriegen eine neue Fähigkeit für Boindal. Der mit seinem Rabenschnabel richtig cool, ziemlich cool aussieht. Schwinger oder Sturmangriff. Bei ihm ist der Schwinger eher ein bisschen vorteilhafter, damit er mehrere Gegner gleichzeitig trifft, als irgendwo durchzustürmen. Ja. Eine Perle, die ein bisschen was wert ist. Gold und Essen. Dann gucken wir uns mal ganz kurz bei Rat der Magier vorbei, ob wir jetzt eingelassen werden. Und danach machen wir Cut. Jeden Abend, seit ihr Grünhain verlassen habt, hast du dir Gorens Bücher angeschaut und versucht, ihnen ihr Wissen zu entlocken. Doch nun musst du dir eingestehen, dass du sie nicht entziffern kannst. Sie sind in der Gelehrtenschrift für hohe Magi verfasst. Und diese hat Lord Ionan dir nie beigebracht. Dennoch bist du dir sicher, dass die Bücher wichtig sind. Warum sonst sollte Goren sie Turgur, dem Schönen, zukommen lassen wollen? Mit einem Seufzen verstaust du die Bücher. Dabei fällt dein Blick auf den Beutel, den Lord Ionan dir mitgegeben hat. Hat Goren Lord Ionan um die Rückgabe der magischen Artefakte im Beutel gebeten? Wenn ja, könnten sie... Du nimmst den Beutel und betrachtest ihn. Lord Ionan hat mir verboten, den Beutel zu öffnen.
Das Dörfchen Sonnenhag macht seinem Namen alle Ehre. Ihr kommt an, es gibt einen Laden. Ja. Als Laden ihr betreten. Angebot, nichts Neues. Weiter. Wie in den Nächten zuvor plagt dich das Bild der Elbin, die in Grünhain an den Baum genagelt wurde. Du fährst aus dem Schlaf hoch und blickst dich um. Die Nacht ist ungewöhnlich dunkel. Trotz deiner guten Zwergenaugen kannst du Boendal, der Wache hat und nur einige Schritte von dir entfernt steht, nur als Umriss wahrnehmen. Du willst dich wieder hinlegen, doch plötzlich fühlst du etwas Kaltes an deinem Hals. Neben dir schiebt sich das blasse Gesicht eines Alps in deinen Blickwinkel. Guten Abend. Ich fürchte, wir haben einander in Grünhain verpasst, sodass es meine Gefährtin allein mit euch aufnehmen musste. Ja. Um Hilfe rufen bringt wahrscheinlich nichts. Ich kann versuchen, mich zu befreien. Ich sage aber nichts. Du hast nicht viel Erfahrung mit Albe und willst nur dann agieren, wenn du dir sicher bist, etwas erreichen zu können. Keine Sorge, ich werde dich nicht töten. Noch nicht. Weißt du, was ich stattdessen tun werde? Du suchst fieberhaft nach einer Antwort, aber du kannst dir nicht einmal vorstellen, wie ein Alp denkt. Ich werde alle töten, die dir etwas bedeuten. Ich werde dein Leben zerstören und du wirst in der Hoffnungslosigkeit versinken, Unterirdischer. Dein Verderben heißt Sintoras. Du spannst deine Muskeln an, um dich zu wehren. Doch plötzlich merkst du, dass die Klinge von deiner Kehle verschwunden ist. Du siehst dich verwundert um. Der Alp ist nirgends zu sehen. Du blickst zu Boendal hinüber, der im hellen Mondlicht jetzt gut zu erkennen ist. Neben dir schmatzt Boendil im Schlaf. Du fasst an deinen Hals und als du nichts fühlen kannst, atmest du erleichtert aus. Nur ein Albtraum. Nur ein Albtraum. Das sagst du dir zumindest, doch den Rest der Nacht tust du kein Auge zu. Das war leider kein Albtraum. Ihr kommt nach Porista und geht direkt zum Sitz des Rates der Magi. Eine besorgt dreinblickende Wache versperrt euch den Weg. Tut mir leid, wir dürfen niemanden in den Palast lassen. Die Wache blickt sich nervös um. Blitze, vor ein paar Tagen. Nicht wie bei einem Gewitter, sondern in allen Farben des Regenbogens. Am nächsten Tag hieß es, die Magi seien alle wieder abgereist und Meister Nudin dürfe nicht gestört werden. Niemand darf seitdem in den Palast, selbst wir nicht. Die Nachricht von den Blitzen beunruhigt dich nicht weiter. Im Gegenteil. Wenn die Magi zurück in ihre Reiche gereist sind, kann das doch eigentlich nur bedeuten, dass sie die Barriere stärken konnten. Du bist gespannt auf Lord Ionans Bericht im Stollen. Gut. Hier machen wir jetzt aber mal den Cut. Und dann werde ich auf dem Rückweg vielleicht nochmal hier ein bisschen die Gegend abklappern. Und gucken, was wir noch, ob jetzt noch weitere neue Ereignisse vorkommen. So, jetzt aber erstmal den Spielstand überschreiben. Jo, wurde gespeichert. Dann mache ich jetzt einen Cut und dann sehen wir uns gleich wieder.